Schön. Du darfst weiterleben. Wir werden die verschwinden lassen und leihen dir ein paar schöne neue Bücher. Du brauchst eins von Jane Austen. Eins von Charlotte Bronte. Und eins von Virginia Woolf. Oh, und eins von Agatha Christie. Zum Lesen. Du sollst immer auf Rückendeckung achten. Hi, Mom. Hallo. Ist das so? Bin ich Großmutter? Gott, nein. Hi, ich bin Emily. Ich bin Ihre Praktikantin. Was? Emily, komm. Also, wie ist der Plan? Kannst du mal auf Erdgeschoss drücken? Welcher Plan? Komm schon, du hast immer einen Plan. Was ist das, ein geheimer Fluchttunnel, ein Lagerhaus voller Waffen? Ich habe uns einen Uber gerufen. Willst du mich verarschen? Nein. Ein Uber, was erzählst du da für Mist? Ich kenne dich, du machst Pläne. Und dann machst du Pläne, um andere Pläne zu machen. Dir läuft Sabber aus dem Mund. Steht dir überhaupt nicht. Herzchen, wollen Sie ablegen? Ich bin sauber. Größtenteils sauber, der kleine Schrein. Die habe ich vollkommen vergessen. Na sicher doch, Süßer. Ja. Ja. Die Weiber sind schlimmer als die Stasi. Ach, bist du verletzt? Ist nur eine kleine Schramme. Wow, du klingst wie deine Mutter. Ich habe keine Mutter. Na, du hast jedenfalls ihr Temperament. Ich mache gleich ein bisschen Krach. Also spiel es laut. Kannst du das für mich tun? Oh, come on, come on.
Ich würde gerne ein paar Bücher ausleihen. Komm. Scarlets Tochter. Wie geht's deiner Mutter? Ich habe sie seit 15 Jahren nicht gesehen. Mom! Dann besorgen wir dir mal ein gutes Buch. Du brauchst eins von Jane Austen. Eins von Virginia Woolf. Und eins von Agatha Christie. Zum Lesen. Sam, deine Talente werden gebraucht. Jemand hat uns bestohlen. Wer ist so verrückt, die Firma zu bestehlen? Ist es erledigt? Kleine Planänderung. Sie haben ein 8-jähriges Mädchen. Ich kann es nicht seinem Schicksal überlassen. Sam, du hast die falschen Leute umgebracht. Du stehst nicht länger unter unserem Schutz. Ein paar böse Männer kommen, um uns weh zu tun. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Hi, Mom. Bin ich Großmutter? Gott, nein. Mädels, ich glaube, ich sehe einen Geist. Wir brauchen Waffen. Ihr habt die Freigabe zu töten. Ich werde euch Mädchen schrecklich wehtun. Wir werden den Himmel auf sie herabregnen lassen. Ich mache gleich ein bisschen Krach. Und, wie sieht der Plan aus? Ich habe uns einen Uber gerufen. Willst du mich verarschen? Nein. Das ist wirklich unerfreulich. Wenn ich lebend aus der Sache rauskomme, dann komme ich dich holen. Du bist eine unglaublich beeindruckende junge Frau. Es gibt keinen Menschen auf der Erde, mit dem ich lieber Leute umbringe. Danke, Mom. Bist du eine Serienkillerin? Was? Du bringst Menschen um. Ja. Und wenn du mehr als einen umbringst, ist das eine Serie. Etwas komplizierter ist es schon.